Der frühere Serienmeister Borussia Bamberg ist in den Playoffs der Basketball-Bundesliga bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Die Oberfranken unterlagen im Heimspiel Aufsteiger RAS Teerfechter mit 86:90, 46:42 und verloren die Best-of-Five-Serie überraschend mit 1:3. Für Fechter ist das Erreichen des Halbfinals der größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Bester Spieler auf Seiten des Gastgebers war Tyrese Reis mit 19 Punkten, bei den Niedersachsen war einmal mehr T.J. Brell überragend. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner steuerte 15 Zähler, 8 Rebounds und 14 Assists bei. Von Anfang an entwickelte sich vor 5.794 Zuschauern eine temporeiche, von Führungswechseln geprägte Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen konnte. Mit 4 Punkten Vorsprung ging es für Bamberg in die Halbzeit 46:42, im dritten Abschnitt erspielten sich die Oberfranken erstmals eine zweistellige Führung, 57:47, doch der Überraschungsaufsteiger kämpfte sich mit einem überragenden 23:5 Lauf zurück ins Spiel. Im vierten Viertel blieb es umkämpft, Bamberg führte 1:32 vor dem Ende noch mit 4 Zählern, 86:82, doch wieder fanden die Niedersachsen eine Antwort und machten die Überraschung perfekt. Im Halbfinale trifft die Mannschaft vom BBL-Trainer des Jahres, Pedro Calles, auf Titelverteidiger Bayern München. Let's block it's white.